Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns mal auf dem Augsburger Hauptbahnhof. Sollte euch das Video gefallen, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video erscheint. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Ausfahrt IC 2082 nach Hamburg. Der Zugteil 2084 von Oberstdorf fehlt. Das ist nur der Berchtesgadener Zugteil. Da auf der Strecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf gebaut wird aktuell. Und speziell der Streckenabschnitt Sonthofen-Oberstdorf gesperrt ist. Einfahrt ICE 4 Richtung München. Da standen die Leute mal wieder so dicht am Bahnsteigrand, dass der Triebfahrzeugführer ein Makro geben musste. Eigentlich komplett unverständlich. Und hier habe ich ein Schätzchen stehen, das zeige ich euch aber nachher nochmal von etwas weiter entfernt. Eine Foslo DE18. Von Nexrail. So, hier haben wir sie jetzt erstmal ein bisschen weiter entfernt. Von vorn ist hier im Stumpfgleis abgestellt. Und wenn ich den Bahnsteig nachher mal gewechselt habe, dann kriegt ihr auch noch eine schöne Seitenansicht. Hinter dem IC verbirgt sich wieder eine Baureihe 111 mit einer Ersatzwagengarnitur für den RE16 von Augsburg nach Nürnberg. Danke dem TF für den Lichtgruß und natürlich schöne Grüße zurück. BRB auf Rangierfahrt.
Sollten die Bilder etwas verwackelt sein heute, wundert euch bitte nicht. Ich bin heute ohne Stativ unterwegs und mache das alles aus der freien Hand. Und der nächste ICE nach München. Und somit haben wir auch den ersten Güterzug, einen KLV-Zug. Ich hatte euch ja versprochen, im vorletzten Video, das letzte war ja nur ein Testvideo, dass es in diesem wieder Güterzüge gibt, da wir im letzten Jahr in Gessartshausen oder nicht vielmehr in Westheim war ich ja da, überhaupt keine Güterzüge hatten. Da hatten wir ja nur Averio und ICEs. Hier nebenbei, weil wir gerade von Averio reden, haben wir eine Ausfahrt vom Averio. Wir schreiben heute übrigens den 4. Oktober 2024. Kommt der nächste Güterzug und fährt aktuell noch auf HP0. Jetzt hat er HP1 bekommen und darunter ein VR0.
So, damit hatten wir dann den nächsten Güterzug, gezogen von DB Cargo und die Einfahrt des Averio-Triebzuges. Ich hatte euch ja versprochen, die Foslo noch mal aus der anderen Perspektive euch zu zeigen. Da haben wir sie. Und hier drüben haben wir jetzt aktuell die Ausfahrt der Baureihe 111 mit dem Ersatzzug für den RE16 nach Nürnberg. Und damit gehen Grüße an Markus, der sich ja mal beschwert hat, wo die zwei 111er vor dem Güterzug waren. Du magst die 111 so sehen, hier hast du die 111 an einem Doppelstockzug. Ich muss sagen, die Boxbus hatte jetzt eine Wahnsinns-Containerschlange hinter sich. Da müsste eigentlich die Maximallänge für Deutschland ausgereizt sein. Ausfahrt IC 2083. Da schlich sich gerade von hinten die TX-Logistik ran. Mit ihrem KLV-Zug.
und fährt auf HP0. Und hier haben wir die Ausfahrt jetzt des ICE 4 nach München. Ausfahrt ICE 4. Und da drüben haben wir einen ICE 3 Neo stehen. Und mit deren Ausfahrt möchte ich dann das heutige Video beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Und klickt auf die Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, sowie ein neues Video erscheint. Und das Ganze kostet euch nichts. Gleich sehen wir noch die Ausfahrt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Andreas L. Sogar eine Doppeltraktion ICE 3 Neo. Aber nun macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.